Guten Tag, jetzt schon mal einen schönen Sonntag, falls ich das dann vergesse vor lauter Begeisterung. Wie gesagt, ich habe genug zu tun im Moment und ich bin im Moment gerade auch über unsere Fibel nochmal gestolpert, die wir früher in der DDR hatten, und werfe wieder die Frage auf: Dummer Ossi? Schlauer Wessi? Oder wie? Oder was? Ich werde allerdings vorher noch weitere Geheimnisse für ewiges Können mit aufdecken und die Geheimnisse, ja, die sind eigentlich ganz einfach, aber ihr werdet staunen, das war alles festgeschrieben, fast gesetzlich festgeschrieben und natürlich auch auf unsere solide Schule jetzt bezogen. So läuft es bei uns, das ist also der zweite Teil. Wir werden also von den guten Dingen viel übernehmen. Gut, jetzt also zuerst zu den Geheimnissen des ewigen Könnens. Ich zitiere aus dem Lehrplan, dem echten Lehrplan. Ich zeige das mal schon. Also echter Lehrplan, ich habe das teilweise fotografiert und abgescannt, des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik und so weiter und so fort. Und naja, ich habe das Wichtige allerdings rausgeschrieben und damit ich nicht alles vorlesen muss, entsprechend auch angestrichen. Da steht, ich zitiere jetzt nur, ne, in der Unterstufe und in Klasse 4, also damals wurde unterschieden, Klasse 1 bis 3 Unterstufe und dann Klasse 4 Übergang, werden Grundlagen für den weiteren Unterricht, weiterführenden Unterricht und für die Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt gelegt, werden gelegt. Weshalb ich das gelb unterlegt habe jedes Mal, komme ich gleich drauf. Die Schüler werden an beharrliches und fleißiges Lernen in einzelnen Fächern gewöhnt. In enger Verbindung mit dem Leben werden sie eingeführt und ausgerüstet, und zwar in die wichtigen Bereiche der Allgemeinbildung und mit Grundkenntnissen und Grundfertigkeiten, solchen Fähigkeiten ausgerüstet, die eine entscheidende Bedeutung für die Lösung praktischer Aufgaben im Leben der Kinder und für das weitere Lernen auf den nachfolgenden Klassenstufen haben. Ja. Wieder im Gelb. Im Zentrum steht da hierbei die solide Ausbildung der Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und in der Mathematik. Es ist eine hohe Erfolgssicherheit des Lernens bei jedem Kind zu gewährleisten. Und jetzt komme ich mal zu diesem Gelben. Das ist Befehlsform. Also nicht direkter Imperativ. Ne? Es ist zu gewährleisten. Da wissen die Deutschlehrer besser Bescheid. Aber wenn ich sage, das ist so und das ist zu machen und das ist so durchzuführen, dann ist das Gesetz. So. Die harmonische Entwicklung der geistigen und körperlichen Kräfte der Kinder, ne, das ist zu gewährleisten. Die harmonische Entwicklung ist zu gewährleisten. Das ist also eine Pflicht gewesen für jeden Lehrer. In allen Unterrichtsfächern sind die Beobachtungsfähigkeit der Kinder, ihr Denken, ihre Fantasie, ihre Interessen, ihr Streben nach Erkenntnis, ihr Wille zum Lernen zu entwickeln. Wenn nicht schon da, also Wille zum Lernen habe ich deswegen rot mal angestrichen, das ist in jedem Kind. Das. Und wenn, dann noch weiterentwickeln, ne? Daran anknüpfen, das war wichtig. Große Aufmerksamkeit der Entwicklung der schöpferischen Kräfte der Kinder, der wachsenden Befähigung zum selbstständigen Lernen und Arbeiten zu schenken. Also große Aufmerksamkeit ist zu schenken. Wieder so eine Befehlsform. Das ist wichtig. Das war damals, wie gesagt, so festgeschrieben, dass sich da auch keiner der Lehrer oder kaum ein Lehrer dran gestoßen hat. Das ist einfach so zu machen. Und das war ja auch nicht falsch. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist darauf zu richten, jedes Kind entsprechend seinen Anlagen und Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Also jedes Kind entsprechend seinen Anlagen und Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Ja gut, wenn bei dem einen eher eine handwerkliche Begabung da ist, dann muss man sich eben mehr darauf konzentrieren und so weiter und so fort. Durch regelmäßiges, und jetzt komme ich nochmal auf dieses altdeutsche Wort, regelmäßig heißt der regelgemäß. Es gab also Regeln dafür. Durch regelmäßiges Üben und Bewusstmachen sollen sich die Schüler diejenigen Verhaltensweisen und Gewohnheiten aneignen, die zum systematischen Lernen im Unterricht gehören. Wie zum Beispiel, und ich habe das jetzt mal, weil es in einer Zeile geschrieben war und unübersichtlich, habe ich das mal in Punkte auf, also in Aufzählungen aufgedröselt. Und zwar, dazu gehört aufmerksames Zuhören, aktives Mitarbeiten, Ausdauer bei der Erfüllung von Lernaufgaben, zweckmäßiger und sorgsamer Umgang mit Lern- und Arbeitsmitteln, Ordnung in der Schulmappe und am Arbeitsplatz, diszipliniertes Verhalten im Klassenkollektiv, Höflichkeit und Rücksichtnahme im Umgang mit den Klassenkameraden. Disziplin heißt eigentlich nur Selbstbeherrschung, wenn man es richtig auseinanderpflücken will. Das heißt also nichts Schlimmes, ne? Das heißt nicht Drill. Wird ja gerne so genommen. Disziplin, ja, die wollen es drillen, Quatsch. Dabei ist auf die Ergebnisse der vorschulischen Erziehung, Kindergarten und Familie sorgfältig aufzubauen.
Es ist darauf aufzubauen. Ne? Das ist also, man guckt als Lehrer, wie und wo kommen die Kinder her, aus welchen Kindergarten, aus welchen Familienverhältnissen, und darauf kann man aufbauen. Und musste man aufbauen. Werden wir natürlich alles tun, ist ja logisch, hat sich ja bewährt. Das unterschiedliche Entwicklungsniveau der Schüler am Schulanfang ist zu beachten. Es ist ein angemessenes Anfangstempo beim Lernen, vor allem im Lese-Schreiblehrgang sowie in der Mathematik, zu sichern. Na, da konnte nicht einer sagen, das ist doch mir egal, wie weit die sind oder wie gut die sind, wie schnell die sind. Ich ziehe einfach meinen Stoff durch. Das gibt's nicht. Das gab's auch nicht. Das wird's auch bei uns nicht geben. Es zu sichern, um bei jedem Kind das Mitkommen vom ersten Schultag an zu gewährleisten und einen höchstmöglichen Lernerfolg zu erzielen. Ja, ich sagte ja, und wir hatten so eine Lehrerin, die hat sich an unsere Klasse dementsprechend angepasst und hat unsere Klasse zu Höchstleistungen geführt. Wir konnten wirklich von A bis Z das gesamte Alphabet schon zu Weihnachten. War noch nicht vorgesehen, so schnell musste es nicht sein, aber wir konnten es. In den ersten Monaten der Klasse 1 muss die Planung und Gestaltung des Unterrichts so erfolgen, dass die Schüler durch schrittweise Ausdehnung der einzelnen Aufgaben in einer Unterrichtsstunde allmählich an länger anhaltende geistige Konzentration und an die Beherrschung ihres Körpers gewöhnt werden. Beherrschung ihres Körpers, das hieß auch, oh, mir tut der Po weh. Naja, du gut, es kommt dann ein bisschen drauf auf die Situation, aber da musste man dann sagen, warte noch 2, 3 Minuten, wir sind gleich durch, dann machen wir alle eine kleine Pause. Ja, das kann man ja immer machen. Oder ich muss mal auf Toilette, warte noch, sonst müssen wir alle auf dich warten. In 2 Minuten kannst du losrennen und so weiter. Beziehungsweise, wenn ein Hund, das pflegte ich immer zu sagen, wenn unser Hund 8 Stunden nicht raus muss auf seine Toilette, ja, dann werdet ihr das wohl mal 45 Minuten oder 1,5 Stunden aushalten können. Ist ja auch so. Ist ja bloß ein kleines bisschen Gewohnheit. Weiter heißt es, durch Wechsel im Unterrichtsinhalt und in der Methode, durch das Einbeziehen von Lockerungsübungen und spielerischen Elementen in den Unterricht, ist Ermüdungserscheinungen und einer Überbelastung der Schüler vorzubeugen. Das war auch Gesetz. Also von wegen, es wurde knallhart durchgedrillt. Quatsch. Ziel des Deutschunterrichts ist die Ausbildung grundlegenden sprachlich-kommunikativen Könnens. Im Zentrum dieses Prozesses steht die solide Ausbildung der Grundfertigkeiten in Lesen und Schreiben. Ja, und eine der Grundlagen dafür war auch die Fibel, und da komme ich jetzt drauf. Es wird schön, ich werde wahrscheinlich so alte Erinnerungen wach werden lassen. Gucken wir uns mal bloß schon auf einer der ersten Seiten dieses feierliche Bild an. Wie feierlich angezogen. Und das wird heute alles ein bisschen bunter gemacht. Das ist auch eine Frage der Mode. Bloß Mode heißt Modus, Vorgabe. Muss man sich jeder Vorgabe beugen? Oder kann man das wirklich auch noch feierlich gestalten? Ja, wenn der Lütsche dann, ja, schon ein größeres Kind, wenn der Lütsche dann in die erste Klasse kommt, Mensch, das waren doch Ereignisse. Und für die Überflieger, die schon ein kleines bisschen Buchstaben konnten, welche Buchstaben gehören denn hier rein? Wahrscheinlich Opa? Nein, da wird dann gelacht und naja und so weiter. Gut, solche Dinge alle. Jetzt kommen wir mal zur Fibel. Also ich hatte hier aus dem Lehrplan zitiert. Ja, zur Fibel. Gleich auf den ersten Seiten ging das schon so los, dass eben schön eingeordnet und zugeordnet einzelne Buchstaben und das Zusammenziehen der einzelnen Buchstaben, wenn man es ganz langsam liest, O, dann kommt das M und dann das A. Machen wir es nochmal langsam. O, M, A. Noch schneller, Oma, Oma, ne, und so weiter. So funktionierte das also hier. Erst das O, dann das M und dann das A und, und. Oder Mama. Und im Wechsel dann Oma. Die zugehörigen Buchstaben gleich in groß und klein, ne? Keine großen Unterschiede. Dann kam das I mit dazu. Dann konnte man schon Mimi zu dem kleinen Mädchen sagen. Wäsche waschen konnte man noch nicht sagen, aber immerhin. Ne? So ging schrittweise ging das vorwärts. Und die Kinder haben sich gegenseitig überboten, wer war der schnellste Leser dieses Textes. Und da der Text ja ein bisschen nur langweilig gewesen wäre mit Oma, Mimi, Mia und Mama, kann man dann auch im und am solche Wörter also dazufügen, und dann muss man eben mal ein Haus hinmalen oder Fenster oder ein Telefon oder ein Fernseher oder ein Bett. Und schon konnten echte Sätze gebildet werden. Dann kam das N mit dazu und das O, und was ließ sich da schon alles anstellen? Und dann kamen schon die ersten
Wir hatten nämlich zu Anfang Schreibschriftübungen nur mit einem Krückstock, einem Strich, eine Kuller und so weiter gemacht, aber dann kamen die ersten Buchstaben und wir haben ja mit dem M angefangen. Im Wesentlichen auch Schreibschrift, also Schulausgangsschrift, wurde dann geübt. Ne? So sah das aus. Das waren Ziele, die sollte man dann erreichen. Das hatten wir dann auch gemacht. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal später auf dieses schöne spezielle Papier und auf das Schönschreiben eingehen. Ja, dann kam das L. Und siehe da, wie wird das L geschrieben und was kann man jetzt schon alles auch mit dem L, dem O und dem M anstellen und so weiter und so fort. Und die schöne Katze und wieder diese typischen Sätze. Ali, Mensch, na eben, ist ja ziemlich... Ali hatten wir eigentlich gar nicht. Alis gab es ja erst hier. Na egal, Ali, Lilo, am Baum. Solche Sätze oder am Zaun oder am Busch oder am Haus, am Fenster und so weiter. Spannende Sätze wurden gebildet. Mancher wird noch die alten Bilder wieder erkennen. Ich habe mich natürlich sofort gerne erinnert, als ich diese Fibel in der Hand hatte. Ah ja, schön. Auch die Worte Nanu, Ali, ne? Sowas geht auch. Ach, Ali war die Katze, die hieß Ali. Na gut. Oder die Kuh. Oder was doch? Ein Ali? Ein Mensch? Wer weiß. Kamel. Nee, ich glaube, das konnten wir damals noch nicht schreiben, aber ihr seht schon, was hier alles kam. Und es geht noch weiter und naja, was für schicke Lese- und Schreibübungen auch damit zusammenhängen. Und was auch zu sehen ist, es geht sehr langsam. Langsam, aber konsequent, also der zeitgemäß immer hinterher, sofort. Nicht erst lange Kunstpausen, kein Blödsinn dazwischen, sondern eins baute schön auf dem anderen auf und hat sich vervollständigt. Ja, dann eine Fahne und so weiter und malen und nun und alle solche Wörter, alle. Wenn es euch interessiert, dann gebt mir Bescheid. Ich kann auch mal aus dem Grundwortschatz der einzelnen Klassen eingehen. Habe ich alles zusammengekauft. Ich kann auch dieses, ich habe es als PDF, aber ich kann es leider nicht weitergeben. Das wäre dann ein Verstoß, der streng geahndet würde, auch vom ehemaligen Verlag wahrscheinlich. Uiuiui, jetzt sind wir ja schon bei tollen Sachen. Ne? S, das Los, dann könnte man auch Susi sagen, Susi sei leise. Wo war denn das? Ach, alle summen und, na, wo war Susi? Na, egal. Ich glaube, Susi, lesen. Na, egal, ne? Also, ich mache das jetzt bloß noch eigentlich, oh, hier, Umlaute, Ei. Ich mache das jetzt bloß noch einfach aus Spaß an der Freude, damit ihr euch gerne erinnert oder eben nicht, wie auch immer. Aber eins wusste ich, lesen und schreiben und schön schreiben und sich verständlich ausdrücken, das hat wirklich geklappt, das hat funktioniert. Das war das Ziel, was ja auch letzten Endes festgeschrieben ward. Ziel des Deutschunterrichts ist die solide Ausbildung der Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben. Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Wir hatten mal eine Mieterin, der habe ich gleich auf den Kopf zugesagt, dass er aus der ehemaligen DDR kommt. Woher wissen Sie das? Ich habe es in Ihrer Handschrift gesehen. Na schön, gut, dann lassen wir das für den heutigen Sonntag erstmal sein und gebt Wünsche an, was ich vielleicht noch machen soll. Ich werde natürlich ab und zu auch zeigen, was wir in einer soliden Schule alles tun. Vielleicht reicht euch das dann schon. Wie auch immer, und bleibt nett beim Diskutieren. Sich nicht gegenseitig belegen, wer ist der Klügere und wer nicht. Nicht mit Schimpfwörtern und Ähnlichen umgehen. Dann können wir das hier schön als Bereicherung nehmen und uns gegenseitig austauschen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Irgendwie habe ich heute etwas im Hals. Ach, wahrscheinlich die Zunge. Na gut. Also, beste Wünsche. Bis dann. Tschüss.